Gigi Öri, habe ich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das erste Mal getroffen, nachdem wir uns hier mit der Schweizer Nazi nach dem Irlandspiel qualifiziert haben für die EM in Portugal. Da ist sie zu uns in die Kabine gekommen und hat uns gratuliert. Und da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal getroffen und habe natürlich auch gewusst, dass sie eine grosse, grosse Rolle spielt, dass der FC Basel mittlerweile da ist, wo er jetzt ist. Ein Mann mit sehr viel Leidenschaft, Passion, ein Fußballverrückter, der sehr vieles für die FC City macht und gibt, oder eigentlich alles, wo ich nicht immer einverstanden bin mit der Art und Weise. Der Mann, der das weitergeführt hat und der damit der FC Basel die Voraussetzungen, die Gigi Öri geschafft hat, noch ausbauen und ich glaube, er ist sicher sehr, oder der wichtige Mann, dass der FC Basel heute da ist, wo er aktuell ist, auch wirtschaftlich gesehen. Ja, wird immer wichtiger in der Schweiz, auch im FC Basel. Und ich finde es schön, dass man die jungen Mädchen dazu dort, die Bewegung Fußball spielen, Sport zu machen, Teamsport zu machen. Und ich glaube, da gibt es noch eine grosse Entwicklung in den nächsten 10 Jahren. Räppli. Wie? Eine Konfetti-Fasnacht. Gibt es sogar im Wallis. Wir Walliser sind auch Fasnachtler. Aber ich persönlich bin nicht ein riesen Fasnachtler, weil ich mit 16 schon Fußballprofi geworden und ich bin natürlich seriös gewesen und nicht am Fasnacht. Ja, grosse Figur vom FC Basel. Ist natürlich vor meiner Zeit gewesen und ich kann mich nicht erinnern, wie er gespielt hat, aber auch ihn habe ich häufiger getroffen in Nachländerspielen oder jetzt auch bei Spielen vom FC Basel. Schweizer Cup habe ich dreimal gewinnen hintereinander am FC Sitto. Und ja, Cup hat im Wallis eine riesige Bedeutung für alle zusammen. Es ist immer ein unglaubliches Event, wenn der FC Sitto im Cup-Final ist. Mut und zur Kurve machen eine riesige Stimmung, wenn der FCB spielt. Und es ist jedes Mal ein Freude, zu schauen, wenn sie eine Choreografie machen oder wenn sie den FC Basel bis zur 95. Minute oder noch mehr abpeitschen und nach vorne peitschen. Familie ist, glaube ich, neben Gesundheit das Wichtigste. Ich bin sehr ein grosser Familienmensch. Meine Familie hat mich auch durch meine ganze Karriere begleitet und auf all den Stationen im Ausland, wo ich war, immer wieder besucht. Und ich habe jetzt einen sehr, sehr guten Draht zur Familie.